Guten Morgen, Leute. Wir haben verschlafen. Wir wollten eigentlich noch eine Folge aufnehmen und sind dann irgendwie eingeschlafen. Egal, wir sind jetzt hier bei den Würfeln und wir müssen jetzt, warte, was müssen wir machen? Hier, ich habe diesen Würfel für euch aufgehoben. Wozu brauchen wir diese Würfel? Nee, jetzt? Hab ich das nicht schon beim ersten Mal erschöpfend erklärt. In der großen Halle. Wir brauchen weiß ich nicht. Ihr müsst die vier Kessel in Gang bringen, dann soll es uns gelingen, oben die Schutzvitrine... Nein, was machst du da nicht? Dann geht das Wasser wieder hoch. Wollen wir dann mal weitermachen? Naja, aber... Da unten müssen jetzt vier hin. Ja, aber da war doch... Na, das passt, du brauchst das nur einen mitnehmen, damit du unten vier hast jetzt. Okay. Wie auch immer. Wohin gehst du? Ich will mal tauchen. So ultra geil, guckt euch das an. Ich liebe ja so Tauchgeschichten, ich will sehen, wie tief das geht. Tief geht's gar nicht mehr. Nö, ist wahrscheinlich gleich das ganze Wasser weggepumpt. Ja. Und dann gehen wir mal hier hin. Steigt schon wieder, oder nicht? Nö, tut sich gar nichts. Irgendwo geht die Tür auf. Also weiter. Nein, das wird... Guck mal, das fängt an zu strömen, da hinten in die Richtung. Ach, keine Ahnung, dann weiter, weiter. Plöpp. Der dampft aber noch. Okay. Oh. Bock. Ich habe vergessen, man sollte ja in Richtung Penis schießen. Boah, irgendwie muss ich, glaube ich, die Gegner wieder höher stellen. Dabei habe ich die eigentlich schon auf. Weil das ist so langsam alles irgendwie, es wird wieder langweilig, findest du nicht? Ja, warte ab, bis der nächste Drache dich fressen will. Ja gut, die Drachen sind wirklich eine Herausforderung deshalb. Falls ja, sollte es einfach sein, um das Buch zu kommen. Ja, ich guck sofort. Was ist hier los? Warum hat da jetzt so... Ah! Das Animus. Oh, Zwergenkrieg haben wir das Animus. Sehr schön. Pelzstiefel braucht die Welt nicht. Aber guck mal, das war mal wohl ein Aufzug. Ja. Wäre ja interessant zu wissen, wo der hingeführt hätte, oder? Ja. Aber gut. Und was ist jetzt deine Aufgabe? Was ich komisch finde ist, das ist, ich weiß nicht, ob es ein Spielfehler ist, aber weil wir sind ja hier bei Paranormal Activity, dass du hier immer noch dieses Atmen des Centurius hörst, das du normalerweise hörst, wenn die schlafen, aber der ist jetzt schon tot, deswegen... Nee, ich glaube, das ist der Dampf, der hier überall rauskommt. Das ist wirklich, also ja, der Dampf auch, aber ich meine tatsächlich das Atmen. Jetzt ist die Frage, wäre hier noch irgendwas gewesen? Keine Ahnung. Weil da waren wir ja irgendwie erfolgreich nicht. Weil wir hätten da ja hingekonnt. Was ist da? Warte. Ich muss die, Wasseratmungsmaske anziehen. So ist es. Folsung. Keine Ahnung, wir mussten hier gar nicht hin. Ja, aber siehst du... Kannst dich an die Tief setzen unter Wasser? Stimmt. Aber siehst du, hier gibt's noch irgendwas zu holen. Toll. Oh nein, ich hab's verbuggt. Dachte ich gerade. Es gab nur diese eine Kiste. Das war's dann auch ja, schon. Ja, hier ist ein Kontrollsockel gewesen. Guck doch mal. Ja, keine Ahnung. Jetzt kommst du nicht mehr hin. Die Frage ist halt, was hätte der gemacht? Sorry, ich bin ja immer so ein bisschen sehr... Hier hätte ich noch was
minen können. Also ich hätte wirklich wahrscheinlich mit dem Kontrollsockel hier das komplette Wasser ablassen können. Nun ja. Hier wäre eine Tür gewesen, oder? Vielleicht musst du nochmal tiefer rein gleich. Ich kann mir vorstellen, dass die Quest dich sogar gar nicht hingeführt hat. Doch, das ist manchmal schon so. Häufiger erlebt. Deswegen bin ich ja auch immer so in dem Forscherdrang, weil du kriegst halt manchmal einfach nicht alles mit. Ich liebe ja so Wasserbereiche. Jetzt kommt ein Haifisch und frisst dich mal arm. Genau, ein Hai. Ja, ein Hai-Werwolf oder sowas in der Art. Ein Wehrhai. Es gibt ja noch andere Wehrtiere als nur die Wölfe. Feuerwehr. Skyrim. Badumt. Bam, bam. Voll die billigen Truhen. Aber da kommen wir noch dazu. Billig. Weil, wie gesagt, also, ich habe das zufällig auf Wiki irgendwie gesehen, dass es noch andere Wehrtiere in der Dragonborn-Quest gibt. Wehrschweine. Ja, Mannbärschwein. Wart ab, Daniel. Wart ab. Ich glaube, die wollen uns nicht haben, weil wir sind ja keine. So, ich glaube, das sollte soweit auch gewesen sein. Also, eine Weisheit, die ihr jetzt gerade durch Skara wieder gelernt habt, einfach mal ein bisschen umschauen, wenn ihr Sachen looten wollt. Sisi, ich habe mein Geld ja nicht umsonst verdient. Hier, 300.000. Ja. Hat sie die ganze Zeit mit Taschendiebstahl gemacht. Nee, mein Taschendiebstahl. Eigentlich erst kauft sie Skills und dann Taschendiebstahl. Ja. Ah, super. So. Jep, sieht welche so Tür? Aus. Die Tür. Sehr schön. Ich finde das cool, dass hier alles so schief ist und so. Naja, so eine Ruine sieht halt so aus nach so ein paar tausend Jahren. Ja, aber ich finde das halt realistisch. Das mag ich. Ich mag Dinge, die realistisch sind. Realistik-Mod. Naja, schade, dass wir echt nicht auf dem PC angefangen haben. Ja, naja. Nächste Mal bei Skyrim 2, 2019. Ja, jetzt kommen wahrscheinlich wieder voll die Gerüchte auf. Ja, das haben wir irgendwo mal gelesen, aber es schien nicht so vertrauenswürdig, dass das wirklich... So, Schalter. 100 pro kommen jetzt Gegner. Oh, erfolgreich Schaltet. Der Weg des Wissens. So. Wird gespeichert. Endlich. Hoffentlich lohnt es sich wenigstens. Bitte, nach euch. Das habt ihr euch verdient. Außerdem könnte es sehr gefährlich sein. Und wertvoll, 2000 Gold. Ich habe schon viele in den Wahnsinn getrieben. Und deswegen soll ich zuerst, ne? Ist klar. Ich wollte es gerade vorlesen, aber irgendwie... Was schon Schlimmes passieren kann? Nun, Herr Meos... Ab in den Wald. Nun spielen wir Dschungelbuch. Willkommen bei Tarzan. Schön. Cool. Es leckt gerade sehr. Ja, lädt noch. Warum auch immer. Oder ist abgestürzt? Nee. Ja, willkommen in... Und so betritt noch ein Wesen auf der Suche nach Wissen. Hallo, Cthulhu. Dies ist Apokrypha, wo alles Wissen gehortet wird. Ist der Doktor auch hier? Vielleicht erweist ihr euch als klug genug, um die versteckten Geheimnisse hier zu entdecken. Oh, der hat zwei Augen in einem. Zwei Pupillen. Seid herzlich eingeladen. Vielleicht seid ihr ein Dummkopf oder ein Feigling. Wenn ja, dann seid ihr in Gefahr. Lest euer Buch erneut und flieht.
bevor Apokrypha euch für immer einfordert. Okay. Okay. Da stand, liest das schwarze Buch erneut. Kannst du irgendwas anderes machen, gerade aktuell hier? Ja, würde ich... Der Questfall ist ja ganz woanders. Hier lerne, dass verborgene Wissen des Buches verbriefter Scharfsinn. Das sind wir jetzt. Wir sind ja jetzt im Buch. Mhm. Und, hä? Das war so ein Spinnenvieh. Also mit dem Reittier. Ich wusste gerade gar nicht mehr, wo das war. Dieser Riesenfloh. Mhm. Wie nice. Tja, da muss es schnell sein. Beziehungsweise Zeit verlangsamen. Ach, was ein Quatsch. Ich frage mich, ob ich denn so gar nicht was denn? So gar nicht in das Wasser hätte fallen dürfen. Ich tauche ja so gerne. Nein, das werden nicht Tentakeln zerfleischen. Die Frage ist nur, wo muss ich hin? Ah. Zieh mal einer. So. Oh, du musst den Tentakel abschießen. Meinst du? Ja. Ich werte das viel mehr, als ich sollte ausweichen. Nee, nicht zurück. Ich weiß, ich wollte nur... Sieht witzig aus, das Ganze hier. Nein! Mist. Entschuldigung. Sag dich doch. Besteht dieser komische Penisgang hier aus Büchern oder was soll das sein? Aus Holz, würde ich sagen. Sowieso Treibholz, hätte ich jetzt gesagt. Juhu! So. Öffnen, Kapitel 2. Wie cool das Buch aussieht, guckst du dir an. Dachte ich auch gerade. Weißt du, an was mich das gerade übelst erinnert? Doctor Who? Auch. Torchwood? Auch. K9? Nein. Sag ich doch, nein. Nein, es erinnert mich an Among the Sleep irgendwie. Ja, ein wenig. Findest du nicht? Ja. Wird übrigens Zeit, dass wir Among the Sleep nochmal komplett neu aufnehmen mit Facecam, ja. Besserer Qualität und dem Add-on. Und die, wir wissen ja eh nicht mehr, wann die Jumpscares waren, weil das ist jetzt zu lange her. Cool. Ui. Oh, cool. Eine Arena. Und Schattenwesen. Jetzt ist die Frage, sollen wir es angreifen oder nicht? Ja, natürlich, was sollst du sonst machen? Ein Küsschen geben? Wer weiß. Kannst ihn ja anschreien. Magst du mich? Was? Janir? Ja. Mit dem Drachenblut will man auch nicht streiten. Wenn der dich anschreit, fliegst du vom Berg. Oh, hallo. Holy shit! Ein Sucher, der erinnert mich an Doctor Who. Oh ja. Das Vieh aus dem Knast, was die Gehirne auslutscht. Ja, 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 wie hießen die nochmal? Sucher? Weiß ich doch nicht. Bam! Ring frei zum Looten. Boah, kann man nicht mal mehr looten. Wie cool. Hm.
Ich hab gesabbert. Ne, das ist ja der Hebel zum Aktivieren. Genau. Tja, links oder rechts? Da ist irgendwas zum Aktivieren hier, kann das sein? Ja. Da auch? Nö. Da kommen wir her aus dem Kapitel. Steine Loot. Zum Klauen. Beschädigte Buch. Ah, die Tür geht erst auf, wenn du auf der anderen Seite den Hebel ziehst. Ja, ich denke auch. Das ist gemacht, damit du gegen beide Gegner kämpfen musst. Tada! Wie ultra geil diese Welt einfach nur ist. Voll mein Geschmack. Wie schmeckt die Welt denn? Erdbeerig. Okay. Kapitel 3. War es mir klar, dass dieser Neo, oder wie der hieß, das jetzt nicht als erster lesen wollte. Nice. Ich meine, ganz ehrlich, das sieht aus wie eine böse Form des Ort des Erwachens aus Kingdom Hearts. Sind wir mal ehrlich, oder? Ja. Aber über die Jahre hinweg kommen natürlich immer mehr Spiele und irgendwie kann man klar viel, viel Einfluss an anderen Spielen nehmen, weil es wird halt immer mehr an Spielen. Und die alten Spiele verschwinden ja nicht, sie werden halt nur schlechter. Was? Yang Yi? Hui, was ist das? Es bewegt sich. Das ist wieder einer dieser... Irgendwie ist der Sucher tot. Da ist ein Schleicher. Da ist ein Sucher. Der ist auch ein Sucher. Nun gut. Pass auf, da sind Giftgase. Ich höre irgendwas, was rumtapseln, oder? Das können aber auch hier die Dinger sein. Aber ich glaube, mich kann man ja gar nicht vergiften. Ich bin ja Vampir. Ach so. Das hat wohl doch ein paar Vorteile. Ich traue der Sache hier nicht mehr. Hallo Mali. Mali traut der Sache nämlich auch nicht. Ich mal Mali. Behaupten würde. Viel zu ruhig. Liegt an Mali. Nein, hier. Tada, du bist angekommen. Das ist schon wieder so ein Ding. Schieß es doch ab, das blaue Ding. Oh. Schleicher Beschützer. Der weiß gar nicht, worauf er angreift, aber er greift einfach an. Ach. Und nächstes ist ein Sucher. Noch so ein komischer Wibbli-Wabbli-Tunnel. Was macht der denn da? Der feiert voll die Party. Wo siehst du den Sucher? Links. Unten. Linkser. Links, links. Genau da hinter der Säule. Da, Schatten. Das schwarze Ding da unten rechts. Ich hab's gesehen. Wo du dran vorbeigeschossen hast. Lol. Nun, so geht's natürlich auch. Ich will so gerne wissen, was das macht, aber wenn das gleich zuschnappt oder da irgendwie Tentakel rauskommen, ist das natürlich Hand hoch. Ab, kannst nie wieder mit Pfeil und Bogen schießen. Das wäre ja schlimm, müsste ich ja Magier werden. Na toll. Ich wusste, das ist böse.
Aber das ist irgendwie Quell der Energie, den wir wohl irgendwie... Ah. Dafür kriegst du Magika. Gut. Gerade nicht besonders wertvoll. Bringt's total, aber gut. Da, schnell, der Penisgang kommt. Ob du da rein musst? Sieht so aus, oder? Ja, naja, viel zu looten gibt's ja generell nicht. Also von daher... Nice. Der hat Bücher dabei, wie cool ist das denn? Yay. Schnauze. Ein wenig um die Ecke gebracht. Entschuldigung. Ich muss einmal kurz niesen. So, ja, das sind ich wir glaub wieder. Ich glaube wieder. Entschuldigung. Ha, sorry. Okay, ist alles gut? Ja, ja, läuft. Entschuldigung. Wie gesagt, so, erkältet die und so. Hast du eingeweiht. Ja. Spreng! Aktiviere! Das ist jetzt der Gang von eben. Nur andersrum. Ach, wie geil! Da oben leuchtet irgendwas. Juhu! Wie ich dieser Sache sowas vernichte. Schieß es doch einfach mal ab zum Test. Da kommt ein Sucher. Da geht er wieder. Ganz ehrlich, ja, aber dann würde mir das als Dings angezeigt werden. Nö. Roter Punkt. Testfaule. Ja. Die Geräusche von den Viechern sind cool. Haben Sie noch welche Bücher für dich? Das wär's doch. Oh, wie cool. War nur es. Ob die diese Dralemite-Bücher haben? Ja, was du immer willst, ne? Hä? Was du immer willst, gell? Guck mal, wie cool die lesen da Bücher. Das will ich festhalten, ne? Ich will irgendwann ja mal diese ganzen Speicherstände abarbeiten und Screenshots machen. Einfach nur so, weil ich es haben will. Aber es kommt wahrscheinlich sowieso nie dazu. Mhm. Weißt du was? Da du eh gerade am Speichern bist, meistens genau. Sollen wir uns das hier aufsplitten, dann sehen die Leute in der nächsten Folge auch noch die Welt. Dann machen wir das so. Freut uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir machen es kurz. Bis zur nächsten Folge. Nein, machen wir nicht. Ich finde das mega geil mit den Büchern hier. Also generell, wenn ihr Dr. Who gesehen habt, es erinnert mich aber auch an die letzte Folge, wo der Doktor in seiner Gedächtnisschale eingesperrt ist. Ja, das meinte ist. Ich Monster ja mit hier. Dieser... Ja, das meinte ich ja. Das sieht aus wie diese Frau und auch dieses Schloss sieht aus wie das Schloss, wo der Doktor dann letzten Endes gesperrt war. Aber wir halten es kurz, meinte ich ja eigentlich, wir halten den Endscreen kurz. Ja, jetzt ist er kurz. Aber ciao. Bis dahin, ciao. Drück.